Wir sind noch immer beim Rocken am Brocken Festival 2017. Nun stehen wir hier mitten im Zeltplatz und werden uns mal umschauen, wie die ganzen Festivalgänger überhaupt ihre Zeltplätze aufgebaut haben. Wir schauen uns um und checken, wer das geilste Zelt hat. Wir haben super Kriterien wie Distanz zu den Dixies, wer hat die beste Musik, ist das Bier denn kalt? Also schauen wir mal, wer das kälteste Bier hat, wer das geilste Camp hat. Schauen wir mal. Ja, hier haben wir, denke ich, schon ein ganz interessantes Exemplar erwischt. Also ein Pluspunkt dürfte es auf jeden Fall für den Pool geben. Das, denke ich, wäre definitiv hier zu finden. Ja. Ist erstaunlich sauber hier auch, muss ich sagen. Ja. Musik passt wunderbar, die Leute freuen sich über die Musik. Dürfen wir definitiv auch Pluspunkte vergeben. Er schaut auch ein bisschen kritisch. Die hinterfragen gerade, was hier passiert. Das ist interessant. Ich frage einfach mal. Ja. Hallo? Wie heißt denn euer Camp hier? Wir waren Camp Rainbow Flag, aber unsere Regenbogenflagge wurde gestohlen. Camp Rainbow. Wieso wurde die Flagge gestohlen? Fehlt es hier an Sicherheit? Ich glaube schon, ja. Erik, mangelnde Sicherheit. Mangelnde Sicherheit. Aufschreiben. Gut. So, schauen wir mal hier. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Basketballkorb, Frühsport, ganz wichtig. Verbindung natürlich auch die Menschen, Interaktion ist ein super Punkt für die Interaktion. Dixie ist da auch direkt in der Nähe, hier eine Dixie-Reihe, aber kann man nicht riechen. Man riecht Dixie definitiv nicht. Riecht normal. Die haben keine Musik. Hat er keine Musik. Hier ist super leise. Ich frag mal. Ist denn das Bier überhaupt gekühlt, was wir haben? Oh, das ist eine gute Frage, ich frag mal nach. Ja. Wir haben noch ein bisschen was aus der Chemieküche zum Kühlen unseres Bieres. Okay, wie nennt ihr euer Camp hier? Haben wir einen Namen für unser Camp? Ich würde sagen, wir nennen es einfach Camp Labor. Oh ja, denke ich, haben wir ein ganz trauriges Exemplar. Das ist wirklich traurig. Das ist einfach so von innen nach außen gekehrt, irgendwie allein, verlassen. Und nicht nur das, schau dir das nochmal an. Ja, aber immerhin, der Stand hat einen Grill. Ein super verrosteter, aber es ist ein Grill. Das kannst du aufschreiben, ja. Ansonsten, Dixies sind direkt in der Nähe. Warte mal, riecht es? Oh, ja. Lautstärke? Ja, ist ja nichts los, ne? Ich denke, wir taufen es einfach Zelt, Camp. Einsamkeit. Ja. Gut. Deshalb bin ich hier beim Rocken am Brocken Festival, um solche Sachen zu lernen. Oh, hier sehen wir wieder, wird gespielt und gegrillt gleichzeitig. Multitasking wird hier schon aus dem Camp herausgerufen. Auf dem Grill sehen wir, gesunde Ernährung, das sieht mir nach Zucchini aus. Eine Paprika, die da liegt, Toast, ja. Von wem kommt die gesunde Ernährung? Ich würde ganz grob schätzen, von den beiden hier. Also, sie kennen sich gut aus, wie du siehst. Gesunde Ernährung wird bei dem Camp hier groß geschrieben, sehe ich. Ja, also frisches Gemüse und Grillen. Genau, Kartoffeln haben wir auch noch. Die Zucchini wächst bei meinen Eltern im Garten, die Paprika leider nicht. Wow, das gibt auf jeden Fall Pluspunkte für euer Camp in Sachen Gesundheit. Wie nennt ihr euer Camp? Also die Residenz des Bierzepterkönigs, der Pavillon war auch schon auf dem 15. Festival. Ich habe gerade erfahren, dass das hier ein ganz besonderes Jenga, was ihr aufgebaut habt. Was hat es denn damit auf sich? Wir haben das selbst gebaut, haben es hier hergeschleppt, wirklich geschleppt, weil es einiges wiegt, sind 105 Steine. Und während des Spielens haben wir sie selber beschriftet, also kommen einige Besucher her und schreiben einfach was drauf. Ich zieh da mal. Ich würde sagen, ein großartiges Camp, wo selbst wir als Pop 10 mitmachen dürfen. Vielen Dank. Erik hat jetzt hier was ganz Interessantes entdeckt. Ein pinker Schirm. Der kriegt auf jeden Fall einen fancy Bonus. Gehört der Grill zu euch? Ja. Gibt es natürlich auf jeden Fall einen Verpflegungsbonus. Sind die Stühle bequem? Ja, jetzt sind halt auch so Taschen hinten, das ist ganz praktisch eigentlich. Sind sogar mit Taschen ausgestattet und Getränkehaltern. Und ganz im amerikanischen Stile Red Cups. Es gibt natürlich noch den internationalen Bonus. Wie nennt ihr denn euer Camp hier? Camp Vagina. Wir folgen einfach mal der Musik. Also hier merken wir schon, Interaktion auf jeden Fall 10 Punkte. Hier ist unglaublich viel Interaktion. Ja. Musikgeschmack, die Ärzte, ich denke, da kann man auch
beim Rocken am Brocken nicht viel dagegen sagen. Dixies sind auch direkt in der Nähe, haben aber allerdings etwas zu nah für meinen Geschmack. Auch wenn wir jetzt die hygienischen Bedingungen anschauen, also hier sehen wir überall Müll. Der Grill, der ja einfach offen dasteht, das ist natürlich auch eine Gefährdung für den Harz. Ich werde einfach mal nachfragen, wie das Camp genannt wird. Ja. Wie heißt denn euer Camp hier? Da musst du da fragen, ich bin nicht von hier. Ah, wir merken also, das Camp hat sogar noch Anhänger rangezogen. Das ist unglaublich gut. Ich frag mal. Camp Country Roads haben wir hier also angefunden. So, wir sind jetzt wieder hier. Wir haben uns ziemlich viele Festivalzeltplätze angeguckt und nun haben wir auch einen Gewinner gekürt. Allerdings, was haben wir denn alles gesehen, Tobi? Ach, es gab wirklich alles. Es gab Leute, die haben ihre Fußballtore mitgeschleppt. Leute, die haben ganze Spiele mitgebracht. Leute, die haben Hängematten mitgebracht, sind aufgehangen. Und es gab selbst Schilder, die mitgebracht wurden. Aber es gab nur ein Camp, das konnte sich durchsetzen. Und das hat zu Recht diese Packung mit Schokolinsen gewonnen. Ich bin wieder da. Wir sind wieder da. Oh, hier, ein Fußball. Setz dich auf den Schoß. Nimm den Schoßplatz. Einfach so. Ich gratuliere euch, ihr seid das beste Camp des Rock am Brocken 2000. Und hab damit... Ich möchte meiner Mutter danken. Sie hat die Zucchini gezüchtet. Ich danke meiner Mutter, meinem Vater und ganz besonders meinen Eltern. Und damit habt ihr eine Packung Schokolinsen für die ganze Gruppe gewonnen. Die sind lecker, aber nicht vegan. Schokolinsen. So sieht Freude aus. Ich muss dir was fragen. Willst du das von meinem Knabberband? Hey, 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 hey! So habe ich mein Essen am liebsten. Direkt vom Körper.